Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 19 von der Ellerbach. Ich habe einen Anruf gekriegt vom Schwiegervater, ich soll gleich ins Auto steigen und kommen. Wir haben zwar gestern noch bis tief in die Nacht den letzten Wurz erbaut, dann bin ich heimgefahren und in der Nacht ist ein Sturm gekommen. Und bei unserem Waldstückel, das direkt da an der Hauptstraße liegt, da, hat es einen Baum gerissen. Einer liegt halber auf der Straße raus. Da fahren die Autos momentan rundum. Wir dürfen mal schauen, ob wir jetzt als allererstes den einmal wegbringen. Und dann schauen wir uns das einmal an, was im Waldstückel selber drin ist. Ich werde jetzt einmal mit dem 450 da vier fahren. Haben wir einen Frontlader noch eine da. Und dann schaue ich einmal gleich, ob wir auf alle Fälle das drum von der Straße einmal wegbringen. Frontlader ist eh der Ballenspieß dran, ich denke jetzt, der wir den Baum jetzt da mal wegbringen. Müsste schon funktionieren. Bei uns daheim in Ebelsbach hat eigentlich nichts gefeit. Anscheinend gerade so ein Schnorsen da durch. Ah, ich sehe ihn schon liegen. Ach du Schande. Ja, genau, halber da. Da haben wir einen Warnblinker rein. Jetzt schaue ich einmal, ob ich in der Schirm kann, dass ich zumindest einmal von der Straße wegschieb. Da ist mal ein Warnblinker drin. Geht schon. Da hinten war jetzt auch leicht. Jetzt schauen wir mal, was da hier vorne geht. Auf geht's.
glaube, dass er so weit weg ist von der Straße. Schauen wir mal. Ja. Der war jetzt da einmal weg. Da sind immer ein paar Käfer am Baum gewesen. Ja, ich seh schon. Da liegt einer. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und der an der Straße. Fünf. Ja, hilft nicht. Die müssten wir so weit. Jetzt holen wir einmal schnell den Motorsack. Da herin. Hoi. Rüsten wir den einmal gleich aus. Mhm, den haben wir. Und du auch noch gleich. Geh's denn da weiter? Können wir heute nicht. Runden selten. Der Fuchs der Wing. Ja, es hilft nicht.
Der eine Ost, der fuchst. Jetzt auch. Ja, jetzt, wie ihr seht, das ist ein großes Waldstückel da. Wir haben da 20 Hektar Wald. Also, was heißt wir? Schwiegerleute. Da liegt natürlich jede Menge Arbeit da. Und so unplanmäßige Sachen tauchen natürlich immer wieder auf. Der Ost genau im Weg. Haben wir das? Ich glaube schon. Haben wir da mal. Das sind eben zwei. Die liegt direkt übereinander. Ich kann jetzt da halt eh gerade einmal mit der Motorsäge alles ein wenig so weit ausräumen. Und den da. Ah, siehst du, ist nur mehr einer. Jetzt du mehrere. Einfachen wird da fast sein. Na, da sieht man es eh schön. Hm.
Da nehmen wir da eine Windenausleihe. Zieht man es nach vorne auf die Straße weg. Eigentlich wollte ich heute einen Deiz anschauen, weil der nicht ausspringt. So. Schalten wir die Gaudi einmal aus. Jetzt haben wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, Gott sei Dank. 7. Wenn wir jetzt heimfahren. Dann frage ich einmal einen Meier, ob ich mir seine Holzsachen ausleihen kann. Mal zum Wichtigen. War einmal die Winden, weil da komme ich mit dem Bulldog gar nicht gescheit rein. Ja. Dann fahre ich jetzt wieder zurück nach Hebelsbach. Schau beim Meier vorbei, ob ich mir die Winden ausleihen kann. Halt, die junge Dame. Und dann würde ich sagen,
was ist jetzt erst einmal? Ich muss jetzt erst schauen, dass wir da Winden auftreiben, dann wir die Bäume da vom Holz rausbringen. Dann werden wir es da auf das Feld, wo der Mais herkommt, dabei rausziehen. Da kann man dann vernünftig arbeiten. Ich sage euch dabei Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst mir doch ein Abo da, wenn es euch gefällt. Dürft ihr gerne einen Daumen hoch fürs Video. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Der jetzt fleißig Landwirtschaftssimulator spielen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus und pfiat euch, euer Intel Gaming.